Hallo Freunde der Fotografie und willkommen auf meinem Channel. Heute nehme ich euch mit zum Karneval nach Köln. Es ist jetzt 10 Uhr, irgendwie um 13 Uhr geht der Zug los. Ich treffe mich hier mit Uwe an so einem Friedhof bzw. am Parkplatz. Von da aus geht direkt die S-Bahn ins Zentrum. Der Plan ist, wir fahren kurz vor der Rheinbrücke, gehen über den Rhein, schauen uns das Ganze aus einer Entfernung an, stürzen uns ins Getümmel und machen Fotos. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe eine Nikon ZF dabei, ein 28mm 2.8er, damit es schön klein ist, und mein 24-120 F4, falls ich ein bisschen von der Entfernung Aufnahmen machen will. Genießt die Show und wie üblich bei Fragen, Kommentare unten. Und jetzt geht's erstmal gleich in den Zug. Wir haben jetzt gerade erstmal alles, was irgendwie rausgezogen werden kann, in Taschen verteilt, die ein bisschen gesicherter sind. Ich hoffe, wir nehmen alles das wieder mit, was wir auch hierher bringen. Die GoPro ist leider in der offenen Tasche drin. Ich hoffe, die kann ich behalten nachher. Mal sehen. Ihr würdet sehen, wenn ich kein Material habe, wisst ihr, dass die geklaut worden ist. Aber dann haben wir auch kein Material. Wir gehen mal da vorne die Tribüne entlang. Keine Ahnung, wie spät es jetzt ist. 11 oder sowas, ne? Ich glaube, das war die falsche Richtung. Wir gehen noch mal in die Mitte. So geil, yes. Ich fühle die totale Ekstase! Viel Spaß euch hier, wir hören uns noch. Ciao! Passend dazu. Ja, cool. Da fange ich die Kaffeetassen. Nicht alle. Zwischendurch mal wieder gleich. Weil alle anders es anders machen. Der Lust hat, darf jetzt schon mitsingen und mitmachen. Der Zug kommt in wenigen Minuten. Natürlich ein Bild. War YouTube von wegen, wenn einer Kölsch war, dann fühle ich mich tief. Scheint hier für die Pferde oder sowas zu sein. Schon nicht schlecht, wenn man auf der Zugstrecke geht, ne? Thank you.
Solange sich die Tribüne nicht fühlen. Ja, ja. Kannst du hier weitermachen? Ja, ja. Weiter. Ah ja. Ich weiß ja gar nicht, wann die anfangen. Sind da schon unterwegs? Sind sie unterwegs? Andere Seite. Wenn schon der Hahn im Korb, dann richtig Flamingo im Korb. Besten Dank. Ansprechen und die Leute sagen, hey super, fotografiere mich. Ich nehme hier nochmal den Tutanchamun. Danke Pharao, ich habe da eine Idee. Ich fand das mit dem Schild dahinter. Cool. Das Besondere daran, ihr steht genau vor dieser Werbung hier vorne. Ja. Das, weil das machen nicht so viele. Schwarz-Weiß. Oh, Stopp. Kommst du in zwei Stunden noch mal wieder, dann machen die das noch mal. Yeah.
ja. Ah ja. Doch beim Frühstück sah sie dann allein. Wie auf Hanse mir Tätz gebrochen. Viel zu oft fehl ich drum hin. Mein Körper ist mir dafür viel zu schade. Laufen der die Menschen hinterher. Ich kann doch nicht dafür, dass ich so wusste. Hier links eventuell. Ja, die müssen alle in den Zaun aufmachen, das kannst du nicht, da darfst du nicht. Die sind alle verriegelt, da muss einer ohne Zaun sein. Kaum kommt der Zug, kommt auch der Regen. Naja. Wir können natürlich auch einfach rübergehen, ne? Bin ich denn darauf getreten? Eine tote Ratte.
Also Uwe und mir reicht's jetzt. Wir haben viel gesehen, wir haben viel fotografiert und viel gefilmt. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wie gesagt, eure Kommentare gerne dazu. Und wir sind nass geworden, wir sind in engen Bereichen gewesen. Wir haben die Altstadt erkundet. Karneval in Köln ist echt nicht schlecht. Aber jetzt reicht's. Wir sehen uns. Bis dann. Und tschüss.